Ja, vielen Dank und schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute also die erste Lesung des Gute-Kita-Gesetzes. Das ist sozusagen das Gesellenstück der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Und mit diesem Gute-Kita-Gesetz soll es zum einen ermöglicht werden, die Qualität der Betreuung zu verbessern. Zum anderen sollen Familien von den Beiträgen entlastet werden können. Dafür will der Bund bis zum Jahr 2022 5,5 Milliarden Euro über einen höheren Umsatzsteueranteil an die Länder weiterreichen. In den vergangenen 10 Jahren haben Bund, Länder und Kommunen Milliarden in die Hand genommen, um über 400.000 Kita-Plätze für Kleinkinder unter 3 Jahren zu finanzieren und zu schaffen natürlich. Und das Problem, sagen Kritiker, es gibt keine einheitlichen Qualitätsstandards und dieser Flickenteppich wird mit diesem Gesetz jetzt noch vergrößert. Dagegen sagt die Bundesfamilienministerin, weil es so unterschiedliche Voraussetzungen in den Ländern gibt, muss es auch individuelle Lösungen für die Länder geben. Und dafür gibt sie den Ländern einen sogenannten Instrumentenkasten an die Hand. Das sind 10 Handlungsfelder, aus denen die Länder dann auswählen können, wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Dazu gehört zum Beispiel eine längere Öffnungszeit der Kita, für die meisten Eltern besonders wichtig, ein höherer Betreuerschlüssel, eine bessere Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher, eine bessere Ausstattung zum Beispiel der Kitas, gesundes Essen, aber auch mehr sprachliche Förderung. Dies, so die Kritiker, werde den Flickenteppich allerdings noch vergrößern. Ich will darüber reden jetzt mit meinen heutigen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Katja Dörner, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen für diesen Bereich zuständig, und Sönke Rix von der SPD. Er ist der Sprecher für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Herr Rix, fangen wir mal erstmal vorne bei dem Titel an. Gute-Kita-Gesetz. Also ganz ehrlich, ein Gesetzgeber will sicherlich kein schlechtes Gesetz verabschieden. Damit will man sicherlich sagen, wir wollen die Qualität verbessern. Aber Kritiker bemängeln, dass es ja keine Kriterien gibt, sondern dass zu befürchten ist, dass die meisten Länder dieses Geld nehmen, um zum Beispiel einfach die Beiträge zu senken oder abzuschaffen. Also wir hätten auch am liebsten einen einheitlichen Standard für alle. Und das am möglichst auf dem höchsten Niveau. Dafür bräuchten wir aber viel, viel mehr Geld. Und dafür bräuchten wir vor allen Dingen die Einwilligung der Länder, die laut unserer Verfassung dafür zuständig sind. Also gehen wir da einen Schritt zurück und sagen, dann machen wir was, was wir auch wirklich mit den Ländern gemeinsam machen können. Und das ist dieser Instrumentenkasten, der individuell auf die Bedürfnisse der Länder eingeht. Und unser Ziel ist es, sowohl bei der Beitragssenkung als auch bei der Qualität jeweils in den Ländern eine Steigerung herzubekommen. Ja, also Herr Rix sagt, es geht beides. Nochmal, die Kritiker sagen, natürlich ist in so einem Qualitätsgesetz eigentlich eine Beitragssenkung ganz merkwürdig. Und die Befürchtung, die auch schon aus Ihren Reihen geäußert wurde, ist eben, dass die Länder zum Beispiel die Mittel, die sie bisher aufgebracht haben, aus dem eigenen Haushalt einfach ersetzen werden. Ja, damit muss man leider rechnen. Tür und Tor für ein solches Vorgehen macht dieses Gesetz ja leider auch auf. Das ist ein ganz zentraler Kritikpunkt, den wir an diesem Gesetz auch haben, dass auch rückwirkend Investitionen, die die Länder schon getätigt haben, jetzt aus Bundesgeldern finanziert werden können. Also beispielsweise die Abschaffung von Kita-Beiträgen in den einzelnen Bundesländern in den letzten Jahren können sozusagen jetzt rückwirkend vom Bund finanziert werden. Und da würde ich mal salopp sagen, das ist ganz klar nicht im Sinne des Erfinders, ja, ein gutes Kita-Gesetz, da muss auch drin sein, was draufsteht, und das ist bei diesem Gesetz leider gar nicht der Fall. Es soll ja auch gestaffelte Beitragsbefreiungen geben in diesem Gesetz, das hatte ich eben noch nicht aufgezählt. Wen trifft das? Es trifft vor allem diejenigen, die im Sozialhilfebezug sind, die Sozialleistungen bekommen und die ein geringes Einkommen haben, und wir werden erstmalig im Gesetz festschreiben, dass es in jedem Bundesland eine Sozialstaffel geben muss. Das gibt es im Moment nicht in jedem Bundesland, schon gar nicht in jedem Landkreis. Das ist, glaube ich, schon mal ein Fortschritt, und wir werden wirklich erreichen, dass all die, die Leistungen vom Staat bekommen, auch tatsächlich keine Beiträge zahlen müssen. Gut, geringere Gebühren sind für viele zwar wichtig, aber viele Eltern sagen, das wäre es mir wert, wenn die Betreuung dort optimal ist. Und wenn wir mal auf den Betreuungsschlüssel gucken, dann fällt ja auf, dass vor allen Dingen bei den unter Dreijährigen im Osten ein Betreuer für 6 Kinder hat die Bertelsmann Stiftung ausgerechnet, da ist im Westen ist das ein Schlüssel von 1 zu 3,6. Und das müsste ja den Umkehrschluss wiederum bringen, dass man sagt, im Osten werden mehr Kinder betreut, aber von weniger Erziehern. Also müsste man doch gerade dort das Geld hinschaufeln, damit man eine Parität bei den Erziehern wenigstens zwischen Ost und West erreicht.
Also die Frage des Betreuungsschlüssels ist natürlich für die Qualität ganz zentral. Und das ist auch eine Kritik, die wir an diesem Gesetzentwurf haben. Ich finde es schon richtig, mit den Ländern über Qualitätsentwicklung zu sprechen. Man kann nicht einfach den Schalter umlegen und sagen, ab dem 1.2019 haben alle einen super Betreuungsschlüssel, das funktioniert nicht. Aber dieses Gesetz lässt eben das Ziel, das eigentlich mal mit einem Qualitätsgesetz ja erreicht werden sollte, komplett aus dem Fokus. Am Ende werden wir keine einheitlichen Qualitätsstandards auf Bundesebene und insbesondere nicht mit Blick auf den Fachkraft-Kind-Schlüssel haben. Und das kann aus unserer Sicht nicht sein. Da haben wir auch einen Vorschlag gemacht im Parlament, wo dieses Gesetz dann am Ende mit den Ländern gemeinsam hinführen soll. Und das werden wir, glaube ich, sehr hitzig debattieren. Und Sie haben das genau richtig angesprochen. Die Berichte der Bundesregierung selber über den Betreuungsschlüssel in den östlichen Bundesländern insbesondere besagen, dass dort der Betreuungsschlüssel bedenklich ist. Ja? Und wenn die Bundesregierung schon selber in ihre eigenen Berichte bedenklich schreibt, dann sieht man, ja, das ist eigentlich absolut inakzeptabel. Und deshalb müsste ganz klar ein Fokus für die Ostländer gesetzt werden, damit die bessere Betreuungsstandards schaffen können. Herr Rieck, solche Gesetze sind ja viel komplizierter als die Schlagworte auch in Zeitungen oder jetzt so ein Gespräch, denn so einfach ist es ja nicht für den Bund und die Familienministerin zu bestimmen, wo die Länder ihr Geld investieren sollen. Eigentlich hat der Bund mit der Finanzierung ja gar nichts zu tun, deswegen dieser merkwürdige Weg über die Umsatzsteuer. Und dennoch bleiben wir mal bei dem Punkt, dass der Osten eigentlich mehr Geld braucht, weil sicherlich eine der wichtigsten Qualitätsstandards ist die Zahl der Erzieher in den Kitas. Könnte man das nicht irgendwie anders lenken anstelle des Familienministeriums? Wir haben nicht nur von Ost und West ein Problem, wir haben auch innerhalb der westdeutschen Länder ein Gefälle, auch innerhalb der ostdeutschen Länder ein Gefälle. Also das, von daher würde ich das nicht nur auf Ost und West, es ist in den östlichen Bundesländern ein Stück weit auffälliger, das stimmt. Wenn wir so könnten, wie wir wollten, dann würden wir es auch tatsächlich so machen, aber unsere Verfassung gibt uns da auch Grenzen und auch die Bundesländer, die ja im zweiten Schritt im Bundesrat dieses Gesetz auch mitbestimmen sollen, haben uns da auch schon Grenzen gesetzt und haben auch gesagt, also unsere Zuständigkeit bleibt es darüber, auch individuell in den einzelnen Ländern mitzureden und mitzubestimmen. Wir wollen aber über politischen Druck das Ganze natürlich verfestigen, dass wir sagen, unser Geld soll zusätzlich zu dem sein, was ihr sowieso im Land habt. Und das zusätzliche Geld, das halten wir auch vertraglich fest, dass ihr das wirklich ausgeben müsst. Und dann können wir über den politischen Druck versuchen, das zu erzeugen. Wir hätten auch lieber uns gewünscht, eine Situation zu schaffen, dass wir das Geld nur tatsächlich an die Kitas quasi direkt ausschütten, um das zu gewährleisten. Das lässt unsere Verfassung aber leider in diesem Schritt nicht zu. Welche Lösung hätten da die Grünen? Also in den Referentenentwürfen des Ministeriums selber war ja ein Investitionsprogramm vorgesehen. Ja, und natürlich hätte man das über ein zweckgebundenes Investitionsprogramm machen können. Die Umsatzsteuerfrage ist nicht die einzige Möglichkeit, die wir haben, um Geld an die Länder zu transferieren. Und also wir haben ja genügend Beispiele, wo der Bund Gelder über die Umsatzsteuer an die Länder gegeben hat und sie sind eben nicht da angekommen, obwohl es auch sehr wichtige Bereiche waren, wo man hätte sagen können, der politische Druck hätte eigentlich dazu führen müssen, ist nicht der Fall gewesen. Deshalb plädieren wir ganz klar, dass man eine Zweckbindung braucht und das kann man auch machen, entweder über ein Investitionsprogramm oder über einen Haushaltstitel. Darüber hat ja offensichtlich überhaupt noch niemand nachgedacht, dass man dieses Geld ganz regulär in den Haushalt einstellt und dann eben abrufbar macht. Wir werden das in dem parlamentarischen Verfahren sehr intensiv diskutieren. Alle Verbände ja, und ja auch Teile der SPD-Fraktion und auch selbst der Unionsfraktion sagen, dass das, wie es jetzt im Gesetz geregelt ist, nicht ausreichend ist und dass danach gebessert werden muss. Deshalb bin ich gespannt und wir hoffen, dass das noch so geregelt werden kann, dass das Geld da ankommt, wo es auch wirklich eingesetzt werden muss. Wenn das Geld jetzt von den Ländern genommen würde und alle Länder gemeinsam sagen würden, wir setzen als Priorität einen guten Schlüsselerzieher gegen Kindergartenkind, dann würde das auch nicht funktionieren, denn im Moment fehlen 300.000 Erzieherinnen und Erziehern. Das hat das Gesetz ja auch berücksichtigt, da gibt es Fördermittel. Ich will zunächst trotzdem noch mal darauf eingehen, dass wir uns die Welt nicht so stricken können, wie sie uns irgendwie gefallen würde. Und ich will deshalb auch davor warnen, jetzt hier falsche Hoffnung zu wecken, weil natürlich, wir wollen nicht nur ein Investitionsprogramm, wir wollen auch eine dauerhafte Finanzierung. Das schließt es zum Beispiel aus, wenn wir das über ein Investitionsprogramm nur machen würden. Deshalb machen wir ja ein Gesetz. Das Zweite ist, wir wollen ja auch Personalkosten, gerade wegen des
Fachkraftkennschlüssels damit fördern. Und gerade da ist es deshalb sehr schwierig, über ein Sondervermögen damit zu gehen. Wünschen tun wir uns das auch und testen und nochmal diskutieren wollen wir es auch auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sollten nicht denken, dass es einfache Lösungen gibt. Und der dritte Punkt, es sind ja auch Rot-Grün und Schwarz-Grün und regierte Länder, die uns natürlich auch sagen, wir wollen alleine dafür zuständig sein. Deshalb, und wir wollen am Ende die Zustimmung. Wir sind ins Gelingen verliebt. Das zweite ist, wir brauchen eine Fachkräfteoffensive, gar keine Frage. Deshalb wird in diesem Haushalt auch schon Geld dafür zur Verfügung stehen. Müssen wir mit den Ländern gemeinsam machen. Und das heißt nicht nur einfach eine Werbekampagne, lernt den Beruf des Erziehers oder der Erzieherin, sondern das heißt ganz konkret finanzielle Maßnahmen bei Umschulungen zum Beispiel zu unterstützen. Das haben wir als Bundesregierung, als Koalition auch vor. Also wie gesagt, zum einen ist es schwierig, diese Erzieher sofort herbeizuschaffen. Zum anderen kommen wir nochmal aufs Geld, weil Herr Rix das auch länger ausgeführt hat. Ich glaube, die Bertelsmann-Stiftung war es auch, die ausgerechnet hat, man bräuchte jährlich, um die Qualität, also die einzelnen Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, optimal zu gestalten, aber auch den Erziehungsschlüssel, bräuchte man jährlich 15,5 Milliarden Euro. Das ist natürlich irgendwie ziemlich utopisch. Dieses Gesetz war vereinbart worden zwischen CDU, CSU und SPD mit 3,5 Milliarden. Da hat die Familienministerin jetzt noch zwei rausgeholt. Und dennoch bleibt die Grundsatzfrage, das bemängeln ja auch viele, ist es überhaupt die Aufgabe des Bundes? Deswegen nimmt man ja diesen merkwürdigen Finanzierungsweg oder haben da nicht die Länder vor allen Dingen die Pflicht, mit den Kommunen gemeinsam hier eine ordentliche Qualität zu schaffen? Also originär ist es Aufgabe der Kommunen, aber der Bund kann natürlich über das SGB VIII die Rahmengesetzgebung gestalten. Ja, das sieht unsere Fassung genauso vor. Wir haben ja beispielsweise auch den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz im Bundesgesetz als Standard festgeschrieben und nur dadurch wirklich erreicht, dass heute flächendeckend eine gute Ausbausituation für Kinder unter 3 Jahren besteht. Und auch da haben wir ja noch großen Weiterentwicklungsbedarf. Deshalb ist es aus meiner Sicht ganz wichtig und auch richtig, dass in solchen zentralen Fragen Bund, Länder und Kommunen an einem Strang ziehen. Und ich glaube, bei so einer wichtigen Aufgabe, ja sowohl bildungspolitisch als auch familienpolitisch, darf der Bund auch die Kommunen und die Länder nicht einfach alleine lassen. Deshalb finde ich es sehr richtig, dass der Bund sagt, an der Stelle machen wir auch einen Standard und wollen zu einem Standard hin zumindest. Wir diskutieren über einheitliche Lebensverhältnisse. Da setzt die Bundesregierung eine eigene Kommission ein. Dann kann man nicht gleich zeitig sagen, jedes Bundesland, ich sage das ein bisschen salopp, huddelt in der Kita, wie es mag. Ja, ist interessant. Sie sind ja zwei Bundespolitiker und dennoch müssen wir mal auf die Länder schauen. Denn Baden-Württemberg zum Beispiel führt in allen Rankings bei den Prämissen des Betreuungsschlüssels ganz weit vorne und investiert 7% der Haushaltsmittel. Berlin zum Beispiel investiert nur 2%. Sieht man daran nicht doch, dass die einzelnen Bundesländer, das eine legt mehr Schwerpunkte auf diese Familien- und Kinderbetreuung, das andere eben weniger? Ja, das ist ein Problem. Genau deshalb sagen wir als Bund auch, wir nehmen auch Geld dafür in die Hand. 5,5 Milliarden, Sie haben es selber erwähnt, eben weil wir sehen, dass die Länder sehr unterschiedlich handhaben. Deshalb müssen wir auch auf unterschiedliche Bedürfnisse in den Ländern einsteigen. Deshalb können wir auch nicht einmal komplett für alle Bundesländer das gemeinsam bestimmen, gerade weil es diese Unterschiede gibt. Aber es bleibt eine gemeinsame Aufgabe. Wir können es nicht alleine wuppen, wir dürfen es nicht alleine wuppen als Land, als Bund. Und von daher glaube ich, ist es nur richtig, wenn wir sagen, wir sprechen über gleichwertige Lebensverhältnisse, vergleichbare Lebensverhältnisse, dass wir als Bund da auch mit einsteigen. Aber alleine es zu übernehmen, können wir als Bund nicht, dürfen wir als Bund nicht, sollten wir auch nicht wollen, weil ich glaube schon, dass Kommunen und Länder sehr stark auch wirklich die Bedürfnisse besser kennen als wir als Bund. Naja, wenn man an einer innerdeutschen Ländergrenze wohnt, dann kann man als Eltern ja noch entscheiden, da gehe ich eben das Land, was bessere Ausstattung hat. Aber wenn man das nicht tut, hat man ja als Eltern gar keine Chance. Und bei dem schönen Betreuungsschlüssel in Westdeutschland gehört ja auch zur Wahrheit, dass der Betreuungsschlüssel zwar prima ist, dass aber viele Kinder überhaupt nicht in den Kindergarten gehen, weil es gar keine Kindergartenplätze dort gibt. Wie löst man das Problem? Auch wieder mit viel Geld. Also das ist weiterhin auch eine große Herausforderung für den Bund und da muss man sehr kritisch auf die Bundesregierung schauen. Der Bund hat sich ja verpflichtet, 2007 für jeden notwendigen Kita-Platz für unter 3-Jährige 1/3 der Kosten zu finanzieren. Und bis dato hat er sich auch daran gehalten. Wir wissen aber, für den Zeitraum von 2017 bis 2021 brauchen wir 300.000 zusätzliche Kita-Plätze und der Bund hat bis dato nur Geld vorgesehen für 100.000. Da tut sich also eine sehr, sehr große Lücke auf. Das ist auch etwas, wo wir im Bundestag noch schwer für kämpfen werden, dass der Bund sein Versprechen einhält und weiterhin jeden Platz eben auch mitfinanziert. Ich finde, das da ist der Bund wirklich in der Pflicht. Das haben wir den Kommunen, das haben wir den Ländern als Bund zugesagt. Und da dürfen wir die nicht im Regen stehen lassen. Frau Dörner, Herr Rix, vielen Dank, dass Sie heute da waren.